Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem vergleichsweise kleinen Tutorial von mir. Und zwar wurde ich von mehreren Leuten darauf angesprochen, wie ich meine Augen zeichne. Das bedeutet jetzt wie zum Beispiel hier bei meiner Main, einen Moment, hier bei meiner Main oder bei Saeko oder bei Momoka und teilweise auch noch anderen NPCs. Beziehungsweise OCs von mir. Zum Beispiel, wen denn noch so? Das ist irgendwie schwer. Ich glaube bei Yoshiko noch. Einen Moment. Da sieht man es auch noch leicht. Auf jeden Fall hat man mich gefragt. Und zwar war das die kleine süße Anna. Hi. Mit der ich gerade noch am Schreiben bin. Und ja. Ich denke, ihr braucht nicht viel dafür. Also, ich zähle die Layer nie nach, also es ist, also ja, es ist, ich wurde angedingst, aber egal, aber ja, also ihr braucht Layer und Layer und noch mehr Layer und ja, fangen wir mal an. Ich habe beschlossen, ein leeres Blatt zu nehmen und es auch selbstständig zu zeichnen, da ich das schöner finde zurzeit und ja. Da ihr diese verschiedenen Augen gesehen habt, zeige ich euch natürlich auch, wie ihr diese so hinbekommt. Außer jetzt, ich glaube, bei Momoka muss ich wieder ausprobieren. Ich habe noch eine, bei der ist das noch viel schlimmer und das ist, ich finde sie nicht. Scheiße. Das ist, Moment, was ist das Bild von ihr? Das ist diese. Also da steckt sehr viel Arbeit hinter, auch wenn es nicht danach aussieht, aber ich habe sicher 6 Layer an ihr verbraucht, vielleicht sogar 7. Und die werde ich dann halt einfach nicht zeigen, da sollte man selbst was probieren. Und da fange ich mal an. Okay, zuerst zeichne ich einfach das Auge, ihr könnt natürlich sofort schon leihen, keine Ahnung, leihen oder selbst sketchen und ja. Nicht wundern, wie ich im frühen Augen zeichne. Die Art ist richtig hässlich und ich weiß gar nicht, was ich noch großartig sagen soll. So ungefähr, ja, doch so. Ich zeichne sehr gerne Augen, die so einen Gesichtsausdruck haben, der erst so sauer ist und dann, wenn da rot ist und so, dass das dann so voll unsicher aussieht. Das ist niedlich. Mache ich das Auge auch schon ein. Ich benutze jetzt ein und dasselbe Auge, da es mir, ich finde, einfacher fällt. So. Das ist jetzt nicht so haargenau so, wie ich das jetzt gesketcht habe, aber ein Sketch ist für mich teilweise da, um verändert zu werden. Und es tut mir erstmal leid, dass meine Stimme heute so anders ist als sonst. So kommt es mir so vor. Ich muss das bis dahin reichen. So. So ungefähr auf jeden Fall. Ich denke, man hört meine Maus. Hundertprozentig. So ungefähr, dass wir nur ein bisschen größer noch machen. Man merkt, ich bin voll der Idiot. Trotzdem ist man mit Freunden. Ich habe voll die tollen Freunde. Oh je. So. Natürlich wieder das zahlreiche Kommentieren an. Wen es stört, einfach Sound ausmachen und Musik an. Und dann blende ich einen ab, wann ich überhaupt keine Schuss mehr da war.
Und dann, ja, dann sind alle glücklich und zufrieden, außer ich. Ja, genau so weit wird's kommen. So, jetzt wurde ich schon wieder angedingst. Ja, okay. So, darauf antworte ich gleich. Okay. Ihr habt jetzt das Augenweiß. So nenne ich das jetzt einfach mal, weil ich den Fachbegriff vergessen habe, weil ich voll gut im Bio bin. Aber egal. Ihr habt jetzt natürlich das Augenweiß. Und hier die normalen Wimpern bzw. Augenbrauen auch noch, wenn ihr die so kollert wie ich. Das ist. Ja, okay. Ich denke zeige ich euch entweder. Also ich denke, ich zeige euch zuerst die beiden Augen. Ich denke, ich mache aber das, sagen wir mal, goldene Meer, da es, ja, wie soll man es nennen, keine Ahnung. Also, ja, ich mache einfach und halt dabei mein Maul. Aber ich kopiere mir die Farben heraus, da ich diese nicht immer hin und her switchen will und so. Und ja. Einmal Enamis. Dann Homocard. Und dann einmal noch Superlo. Das war natürlich gewollt. Ja, auf jeden Fall. Und dann Saekus. Gott, wo sind die? Da unten. So haben wir jetzt alle drei Farben hier zusammen. Außer man sollte sie nicht mehr mit den Augen. Und dann fange ich mit Inas an. Also die Wimpern und das Augenweiß könnt ihr auf einen Layer packen. Dann nutzt ihr online und nehmt erstmal die Grundfarben. Das bedeutet, ihr fangt hier halt an. Also bei mir ist es so. Moment, ich glaube, ich muss das beschriften, weil sonst ist das echt scheiße. Also das hier sind meine Grundfarben. Dann habe ich hier eine hellere Farbe. Das erkläre ich euch später für die Lichteffekte auf jeden Fall. Und das hier ist eine Multiply-Farbe. Wofür seht ihr dann auch später. So, auf jeden Fall geht ihr dann unter Preserve Opacity. Und nimmt die hellere Grundfarbe und dann aber auch schon die Farbe für den Multiplayer. Und im Hintergrund fährt gerade bei mir ein Auto. Das ist sehr erotisch. Da ich mal Fenster auf. So. So sieht es bis jetzt aus und das ist natürlich noch nicht so schön, aber naja. Als nächstes könnt ihr euch aussuchen, ob ihr schon die Multiplayer-Farbe nehmt für das hier. Oder ob ihr halt die dunkle Grundfarbe nehmt. Ich nehme mittlerweile die Multiplay-Farbe, da es einen schöneren Effekt in meinen Augen hat. Als nächstes benutzt ihr einen neuen Layer und malt, wie man so schon von mir gewohnt ist, einen Bogen. Geht dann unter Multiplay und Clipping Group. Ihr könnt ihn natürlich noch verschönern. Also zum Beispiel jetzt so, ihr habt ihn so und macht dann einmal so oder stellt das dann so hoch. So, wie ihr es halt haben wollt und nicht andere. So, das sieht dann ungefähr so aus. Als nächstes nehmt ihr ein neues Layer und benutzt ein Grau. Das Grau, hier ist es aufgemalt. Ich kann euch die Werte noch dazu schreiben. Es ist einfach 000060. Da ist mit Schwarz oftmals nicht funktioniert. Auf jeden Fall nehmt ihr das Grau und geht bei dem Bogen nochmal drüber, geht unter Overlay und Clipping Group. Diesen verwischt ihr aber, da es einen viel schöneren Übergang hat. Bevor ihr alles zusammenfügt, nehmt ihr jetzt die Farbe für die Lichteffekte. Ja, Sandra hat angedacht. Geht unter euren Grundfarbenlayer und malt Kreise oder Striche rein. Also ich male mittlerweile immer Kreise, weil ich sie viel schöner finde als Striche in der Landschaft. So.
muss jetzt nicht bis oben hin sein. Ich meine, das könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber ich mache sie nur bis zur Hälfte, also ungefähr bis da. Nachdem ihr das habt, könnt ihr Layer, den Multiplayer-Layer zusammenfügen und den Overlay geht hier unter Weiß und fügt hier noch einen Bogen ein. Dieser wird natürlich auch verwischt. So. Und fügt diesen auch zusammen. Jetzt nehmt ihr einen neuen Overlay-Layer und malt diesen Kreis nach. Und macht daraus ein sowas wie einen Halbkreis bzw. mondmäßig. Dann geht ihr zwischen diese Kreisdinger, was echt einfach ist, also diesen Abstand, und malt überall so ein weißes Fleckchen hin. Diesmal könnt ihr auch weitergehen als eigentlich. Also ihr könnt bis oben hin und dann, ja, ihr müsst nur versuchen, den Abstand einzuhalten, so wo ungefähr irgendwas sein könnte. Ihr geht dann unter Overlay, fügt diese wieder zusammen. Als nächstes nehmt ihr die hellere Grundfarbe, habt einen neuen Layer und dann malt ihr einen Kreis, der diesen Bogen hier, einen Moment, der das hier symbolisiert. Dieses Stück hier. Das sieht dann ungefähr so aus. Einen Moment, ich muss die perfekt ausbilden. So. Daraus macht ihr auch wieder sowas wie so einen Halbkreis. So. Und geht dann diesmal unter Luminosity. Sieht jetzt nicht gerade toll aus, aber ihr könnt es natürlich noch etwas verwischen. Geht damit aber nicht zu nah am Rand der Farbe, da das sonst echt doof aussieht. Und fertig ist das Auge. So sieht Enamis Auge aus. Jetzt kommt das von Momoka. Aber vorher trinke ich noch was. Da mein Hals ist heute nicht in bester Verfassung. Alles klar. Ich werde jetzt schon viel Spaß haben beim Rendern. Also ist so niedlich. Okay, jetzt fangen wir mit Momokas an. Es ist fast das gleiche Prinzip wie vorher. Also ihr habt wieder zwei Grundfarben. Bei mir ist es diesmal braun, da diese für einen besseren Effekt sorgen, wenn es später phönixfarben werden soll, also so diesen Effekt haben soll. Das ist so richtig schön knallig und das gefällt mir einfach so richtig. So, natürlich macht ihr es auch wie bei Enami, dass ihr hier ungefähr die Mitte habt. Oh Gott, das ist groß geworden. So, und macht erstmal das gleiche Prinzip wie vorher. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus, dass das alles so dunkel ist, aber naja. So. Ich verstelle den Teil jetzt ein bisschen. So, jetzt seid ihr soweit. Das ist aber natürlich noch nicht alles gewesen. Ihr benutzt eine Farbe, das kann ein Rot sein, also so ein Rot, das kann ein mehr ins Orange sein, das kann alles sein und dann einfach unter Overlay, ja, Moment, so. Das radiere ich kurz wieder aus und dann male ich dann weiter. Das war aber noch nicht alles. Ihr radiert den Bogen hier unten etwas weg. Geht so drüber. Dann könnt ihr, ich glaube, ich habe das damit so gemacht, ich bin mir nicht mehr sicher. Doch. Dann nehmt ihr noch ein Overlay her und vielleicht nochmal so und so. Bevor ihr das macht, halt nochmal so ein Layer, wo man, Moment, ich bin auf der falschen Layer. So. Wo man jetzt zum Beispiel so mit Luminosity rumspielt. Damit es einfach so aussieht. Aber da brauche ich nicht die dunkle Farbe. So sehen dann ungefähr Momokas aus. Also ich habe noch ein bisschen mehr rumgespielt. Ich habe bei ihr noch einen Moment. Ich habe da noch mit Gelb etwas mehr rumgespielt. Das sah dann ungefähr so aus. Einen Moment.
so. Also es war jetzt nicht noch viel mehr wie bei Ina oder so. Dann kommen jetzt Aikos Augen. Wieder verschleicht. Bevor ihr jetzt zusammenfügt, könnt ihr noch ein extra Layer machen mit Schwarz. Diesmal Schwarz, weil so ein Bogen, je nach Lichteffekt natürlich, geht unter Overlay und Clipping Group. Dann könnt ihr diesen nochmal verwischen, denn damit habt ihr einen Effekt nicht hinter gemacht. Dann wieder das gleiche Prinzip verfolgen und. Was ihr auch tun könnt, ist eine andere Art von Paint Art, sag ich mal. Dafür brauche ich aber nicht einen von meinen Charakteren, sondern einen von einer guten Freundin von mir. Und das ist Kirumokex sein. Aber vorher muss ich die Farbtabelle suchen. Ich verliere so ziemlich alles, was ich irgendwo mal gefunden habe. Wieder voll gar nichts. Hey. Das ist ein bisschen kaputt gegangen, weil mein Style ist so, dachte so, yay, was ist mein kaputt? Ich hatte gerade Angst, dass aus einer Umlandschaft mich hört. Aber man kann die Farbe noch gut entnehmen, finde ich jetzt persönlich. So, weil ich habe ihr damals ein Bild gemacht und das sah so aus. So, und ich habe es. Also, das klingt jetzt richtig scheiße, aber ich habe es echt geliebt, wie ich die Augen gemacht habe. Und ja, fangen wir an. Ich glaube, ich habe die beiden Farben benutzt. Die beiden. Wenn ich mich nicht irre. Doch, die beiden. So. Oh, sie benutzt immer so schöne Farbtöne, Mann. Das macht mich manchmal richtig eifersüchtig. Ja, ja, das tut es. Ich hoffe, du hast jetzt ein schlechtes Gewissen. Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist in Ordnung. Dann sei du selbst und ja. Und verzeihen, wenn ich jetzt nicht so viel rede. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich das Video dann auch wieder so mäßig verschneller oder ob ich das so lasse oder keine Ahnung. Ich bin richtig schlecht, das Entscheidungen angehen. Ich glaube, das hat man ja geschrieben. Das Beste war eh ihre Pupille, die ist nicht. Ist das die Pupille? Ich denke schon. Die ist nicht schwarz, die ist weiß. Und das alles passt, das ist so richtig witzig. So sah das dann ungefähr aus. Also jetzt nicht so schön wie da, aber so mittel. Und ich mag das trotzdem noch so voll. Ich liebe diese Farbe. Aber das war mein kleines. So, meine Augen. Wenn noch irgendwie Fragen stehen oder so, man kann mich gerne fragen. Ich stehe zur Verfügung mit allem, was ich habe. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.